Und Erik Lesser wieder so, wie man ihn kennt, rank und schlank. Erik, gut erholt vom kleinen Sprint eben. Coolen Stoffwechsel. Okay, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir gehen direkt runter, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen aus Novi Mesto ins Stadion, denn der Sprint der Männer, die dritte Medaillenentscheidung bei diesen Weltmeisterschaften, beginnt in einer Minute. Da läutet schon die Glocke, Hells Bells, für den ersten Starter, für Dimitri Pidruschny aus der Ukraine. Das ist Tommaso Giacomel gleich mit der Startnummer 2. Und wir haben 100 Starter dabei und darunter 4 Deutsche. Lassen wir aber erstmal den ersten hineinstarten in diesen wieder ausverkauften Hexenkessel von Novo Mesto. Pidruschny, ein Mann für die Highlights. Letztes Jahr bei den Weltmeisterschaften 5. im Sprint. Und Tommaso Giacomel, der war schon einmal auf dem Podest in einem Sprintrennen in dieser Saison. 2. im Sprint in Ruhpolding. Bittere Enttäuschung in der Mixed-Staffel für die italienischen Mitfavoriten. Als sein Freund Didier Bionard als Startläufer 2 Strafrunden schoss, er dann 1. Gab es Tränen in der Mixed-Zone. Im Interview musste Tommaso Giacomel anfangen zu weinen. Mal sehen, wie es ihm heute ergeht. Erik, die Bedingungen sind gut. Es war ein bisschen tiefer bei der Mixstaffel. Gestern wurde ein bisschen Dünger aufgetragen zum Binden der Strecke. Heute auch wieder. Du bist gelaufen. Nicht nur in dem Anzug, sondern auch mal so. Auch mal normal. Es ist am Schießstand ein leichtes Lüftchen, leichter Wind. Aber die Strecke insgesamt verkauft sich echt richtig gut. Man hat, glaube ich, mit dem Dünger eine ganz gute Möglichkeit gefunden. Die Strecke auch vom Hinblick auf nächste Woche. Einzelwettkämpfe, Staffeln und die Massenstarts noch vernünftig herzurichten. Aber momentan ist, glaube ich, alles auf ein faires Rennen vorbereitet. Und jetzt steht der erste von 4 Deutschen im Starthäuschen. Und der heißt Johannes Kühn. Da ist er auch. Vor 2 Wochen. Einzel in Antholz. Da war er 3. Und heute alle 4 Deutschen können mit einem fehlerfreien Schießen und einer guten Laufleistung aufs Podest laufen. Das gilt für Johannes Kühn, das gilt auch für Nummer 7, für Benny Doll, der 2 Sprints schon gewonnen hat in diesem Winter, für Philipp Navrat, der 1 Sprint gewonnen hat in diesem Winter und auch für Philipp Horn, der einmal 4. war in der Lenzer Heide. Also, sie alle waren schon ganz oben oder ganz nah dran. Und da Benny Doll gleich mit Startnummer 7. Simon Eder aus Österreich, 14. WM-Teilnahme für den 40-Jährigen, der in 2 Wochen 41 Jahre alt wird. Es ist sein 494. Start auf höchstem Niveau. Also der wird die 500 voll machen in dieser Saison, wenn er nicht krank wird. Olainer Björndahl hat die meisten Starts, 580. So, das sieht so aus, als ob Wladimir Iljew aus Bulgarien den Start auslässt. Ein leeres Haus. Und da gucken wir einmal drauf auf den ersten Anstieg hier. Es ist ja die 3,3-Kilometer-Runde, die, Erik, deutlich schwieriger ist. Natürlich nicht nur wegen der Länge, sondern auch wegen des Profils als die 2-Kilometer-Runde, wenn die Doll startet. Benny hat heute auf seiner 3,3-Kilometer-Runde 2 Anstiege mehr zu bewältigen als gestern die Frauen für ihre 2,5 Kilometer. Die hat nochmal ein ganz anderes Profil, andere Anforderungen. Aber ich glaube, Benny ist hier richtig heiß. In den 5 Sprints, die dieses Jahr stattfanden, haben nur 2 Sprints die Deutschen nicht auf dem Podest gestanden. Also wir haben heute wirklich gute Chancen, Benny, unser heißestes Eisen. Ich habe heute Morgen mit seinem Heimtrainer telefoniert, mit Roman Böttcher. Und der hat gesagt, ja, Benny hat sich eigentlich in den letzten Tagen sehr wenig oder kaum gemeldet. Und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Und vorgestern war er hier zum Pressegespräch im Pressezentrum. Da macht er auch einen sehr gelösten und stabilen Eindruck. Jesper Nelin aus Schweden. Auch ein ganz guter Läufer. Nicht viel schlechter im Laufniveau als Benny Doll am Schießstand. Ein bisschen wackelig. In Oberhof war er 12. im Sprint. Im Dezember ein bisschen erkältet, der Schwede. Internationales Publikum. Internationales Publikum, absolut. 2 Drittel der Karten wurden in Tschechien verkauft. 1 Drittel ging ins Ausland. Quentin Fillon-Maillet, der hat schon eine Goldmedaille hier gewonnen in der Mixstaffel am Mittwoch. Seine 4. Goldmedaille bei Weltmeisterschaften. Aber alle waren in Staffeln individuell. Ist er noch nicht Weltmeister. Sprint in der Lenzer Heide, Platz 8, sein bestes Ergebnis. Und die Franzosen ja gestern mit dem Vierfachsieg. Und dann gab es einen Nachtest danach, der Skitechniker, der Franzosen, der Deutschen, der Norweger und der Italiener gemeinsam. Und die Franzosen hatten auch bei diesem Nachtest
das mit Abstand beste Material. Und hier, das muss ich machen. Alexander Mukin. Das ist mein Mann ist das. Ich bin gespannt, wie heute hier die 10 Kilometer absolviert. Das ist schon auch ein schneller, meistens auf 7,5 Kilometer. 31. im Gesamtweltcup, sein bestes Ergebnis, Platz 23 Sprint in Lenzerheide im Dezember. Der Mann in Rot, der beste Sprinter in dieser Saison, Tarje Bö. Und da Johannes Dohle, mein Favorit heute. Und wir hatten Sie im Laufe des Tages immer wieder gefragt, wie viele Norweger kommen heute aufs Podium. Das ist das Ergebnis. Ungefähr die Hälfte der Zuschauer denkt, zwei Norweger kommen aufs Podium. 20% tippen auf drei, 24 auf einen. Und nur 5% glauben, dass keiner der sechs Norweger heute im Feld aufs Podest kommt. Warum sechs? Kurze Regelerklärung. Die besten 15 im Gesamtweltcup kriegen ja auf jeden Fall alle ein Startrecht. Und dazu der Weltmeister, der ist Johannes Tinius Bø. Also kommen die Norweger auf sechs. Das gab es bei Weltmeisterschaften überhaupt noch nie. Hier ein schöner Flug auf den ersten Streckenabschnitt. Hier ein leichter Anstieg, schön im 1-1 zu bewältigen, ist genau die Stärke von Johannes Dohle. Rückblick auf 2013, hier war genau andersrum die Zieleinfahrt. Hier ist man im Anstieg hochgekommen und hier, wo er hochläuft, lief man runter. Hat sich ein bisschen verändert in den 11 Jahren. 2013 hier schon einmal die Weltmeisterschaften. Als du, Erik, einen sehr starken Massenstart am letzten Tag geliefert hast. Was Fünfter, glaube ich, gewesen. Mhm. Ne? Hier die erste Abfahrt durch den Tunnel. Oben drüber läuft der Zielanstieg. Oh, hier Probleme bei Vitautas Strolia am Start. Kleiner Hakler am Start. Kommt mal vor. Es wird ja, dort hinten sehen wir Tarje Bø schon in Rot in verschiedenen Startgruppen ausgelost. Die Top-Leute haben ein Vorwahlrecht. Die meisten haben sich natürlich, oder alle eigentlich, je nachdem wie sie wählen durften, für die erste Startgruppe entschieden. Aber es gibt eine kleine Einschränkung. Es dürfen nur maximal drei Athleten einer Nation in eine Startgruppe. Das heißt, die drei besten Norweger, die sind in Startgruppe 1. Die anderen drei mussten dann in die 2 gehen. Heißt für uns, bleibt lange spannend, denn Christiansen, Lagreit und Strömsheim kommen erst mit der 48, der 50 und der 58 in Gruppe 2, wie auch Philipp Horn mit der 55. Da haben wir auch in der zweiten Rennhälfte dann noch mit starken Athleten zu tun. Jakob Fack für Slowenien, 36 Jahre alt auch schon. 2013 hier bei der WM, da gewann er Bronze im Sprint. Emilien Jacquelin, der laufstarke Franzose, bei dem wir immer so ein bisschen gespannt sind, wie es für ihn am Schießstand läuft. Andres Rastogrujevs für Lettland. Lettland ja gestern mit der großen Überraschung bei Babendika, die als Fünfte das Sprintrennen beendet hat. Damit ihr persönliches Bestergebnis eingestellt hat. Jetzt hier Johannes Kühn. Ich gucke hier gerade schon mit einem Auge auf die Zwischenzeiten. Da waren die Zwischenzeiten bei Kilometer 0,8 noch nicht so vielversprechend. Da war er 6 Sekunden dahinter. Hinter Johannes Dohle, genau, im schnellsten. Der bis dahin noch nicht durch ist. Auch 3,4 hinter Jacquemet. Auch Benny hat da mit 9 Sekunden schon Rückstand auf 800 Metern. Also da gilt es natürlich auch, das Rennen nicht zu verschlafen. Die müssen da hellwach sein. Weil ich glaube, ein Dohle, der zieht das Tempo auch bis zum Schluss durch. Kühn und Doll sind ja später erst angereist. Es war von Anfang an so klar, dass die beiden noch nicht in der Mixstaffel laufen, sondern erst im Sprint, sind ein paar Tage länger im Trainingslager in Ridnaun geblieben, haben am Anfang der Woche da nochmal schnelle Einheiten absolviert. Aber Benny ist ja auch manchmal einer, der so ein bisschen bummelig manchmal reinkommt. Auch wenn er aus einer Wettkampfpause kommt, braucht er manchmal einen Wettkampf. Kann er sich natürlich heute nicht erlauben. Johannes Tinius Bø sehen wir in Oberhof. Vor einem Jahr haben sie Oberhof in Böberhof umbenannt, weil er 7 Medaillen gewonnen hat. Mal sehen, was ihm hier gelingt. Eine hat er schon aus der Mixstaffel, aus dem ersten Rennen, eine Silbermedaille. Bedingungen am Schießstand sind perfekt, Erik. Es weht kaum Wind. Du warst ja vorhin lange beim Anschießen mit dabei. Nein, das ist kein Wind. Trotzdem ein Fehler, eine Strafrunde für Dimitri Pedruschny. 150 Extrameter kostet das den Ukrainer Martin Ponsilo-Oma, auch einer der Mitfavoriten, der schnelle Schwede, Weltmeister im Sprint 2021 auf der Pokljuka. Jacquemet, wie hat der sich erholt?
von der schlechten Mixstaffel. Man hat hier ein bisschen Puls vorne auf dem Lauf. Und man sieht, dass der Lauf so ein klein bisschen kreiselt. Wirkt doch unsicher. Ach, langsame Schussabfolge, 6 Sekunden. Ja, nicht nur die Strafrunde, auch die Schießzeit sorgt natürlich dafür, dass es jetzt erst einmal ein wenig zurückgeht für ihn. Emilien Jacquelin, der eigenwillige Franzose, möchte ich mal sagen. Hat mir vorgestern noch mal erzählt, naja, was die Trainer mir sagen, da höre ich eigentlich gar nicht mehr drauf. Ich mache mein eigenes Ding, aber jetzt schauen wir erstmal auf Johannes Kühn. 3,1 Sekunden unten noch mal zur Erklärung. In ist der schneller Eingangs des Schießstandes als Dimitri Pridozhny, der im Moment Führende nach dem ersten Schießen. Und der hat eine super Trefferquote im Liegendanschlag, 96%. Sehr gute Zentrumlage, genau das vom Anschießen bestätigt. Da stand man vorhin dahinter, haben uns das genau angeguckt, Arndt und ich. Und genau das hat er jetzt hier umgesetzt. Gute Serie. Johanna Puff haben wir gerade gesehen, neben Uros Velepets, die ja als Reserve bei den Frauen dabei ist und versucht hier so viel wie es geht mitzunehmen. Also Johannes Kühn mit 27 Sekunden jetzt Vorsprung vor Pridozhny, aber auf der Strecke 10 Sekunden Rückstand an der Zwischenzeit zu Quentin Fillon-Maillet. Zu einem früheren Zeitpunkt des Rennens. Jetzt ist Dahle an der Stelle vorbeigekommen und da sind es sogar 20 Sekunden. Johannes Dahle, der Laufstärkste im Feld, mit einer wahnsinnigen ersten Runde. Simon Eder beim Schießen. Der Linksschütze aus Saalfelden mit einem perfekten Schießen, 24,3 Sekunden. Hat da auch schon mal schneller gemacht in seinen allerbesten Zeiten. Jetzt Benny Doll. Auch Benny Doll hat einen Rückstand, eine Zwischenzeit von 19,5 Sekunden auf Dahle. Das ist fast schon eine Strafrunde. Eine Sekunde langsamer auf der Runde als Kühn. Das ist jetzt der Vergleich zumindest eingangs des Schießstandes. Also teamintern passt das. Teamintern passt das, aber sind auf jeden Fall auf fehlerfreies Schießen angewiesen. Da ist es passiert. Rechts der Fehler von Benny Doll. Ein großes Bild, einer rechts, tief, einer links, links ja. Aber weißt du, wie viele Zuschriften ich jetzt wieder bekomme, dass wir während des Schießens nicht quasseln sollen? Philipp Navrat. Ja, und Jesper Nelin hat da ordentlich zu tun, um in den Anschlag zu kommen. Es gab ja auch noch die kurze Situation, dass er überkreuzte fast mit Benny Doll. Kommt aufs Quasseln an, Erik. Ich glaube, wenn man das beschreit, dass es gut läuft, dann kommt es meistens dazu, dass es nicht klappt. Und der hat keine Startnummer drauf, sondern Defending Champion. Er ist der Titelverteidiger, Johannes Tiniers-Bö. Quentin Fillon-Maillet beim ersten Schießen. 7,9 Sekunden schneller als Nelin, der sich vor Johannes Kühn gesetzt hat. Und das ist der neue Führende, Quentin Fillon-Maillet aus Frankreich. Jetzt kommt Benny Doll aus der Strafrunde und der war eine Minute vor Quentin Fillon-Maillet gestartet. Das ist jetzt ein Duo auf der Strecke, das kann ich dir sagen. Oh, der Dahle läuft 14,7 schneller als Fillon-Maillet, der zweitschnellste bis dahin. Ja, Johannes Dahle. Kommt hier an, kompliziert in den ersten, in den Anschlag rein. Fühlt sich auch nicht noch wohl. Mal. Guck, wie er sich noch mal komplett zurechtruckelt. Der kann mit einer Minute gewinnen, mit einer Strafrunde besser gesagt. Aufgrund seiner Laufform. Siegfried Marseille. Das beobachten die Trainer ganz genau. Also, Strafrunde für Dahle. Zwei Siege in dieser Saison bis jetzt. Massenstart in Le Grand Bornand und Verfolgung in Ruhpolding. Der Schlussrunde mit Justus Strelo und vier anderen. Jetzt gucken wir mal auf die Zeiten von Johannes Tiniers-Bö. Wie weit ist der hinter Dahle? Es ist zu erwarten, dass er ein wenig langsamer ist als sein Mannschaftskollege.
Jetzt hier die erste Zwischenzeit, das sind die 800 Meter und da ist Benny momentan vorletzter. 10 Sekunden zurück. Johannes Tingelsbühl wird sicherlich schneller starten. Schneller als Jacqueline, der an der Stelle schneller, der schnellste ist, sogar schneller als Dorle. Philipp Navrat ist unterwegs. Der eine so starke Laufleistung gezeigt hat in der Mixstaffel vorgestern. Und jetzt Tarje Bø beim ersten Schießen. Der nächste Norweger, der nächste starke Norweger. Sprintsieger im Dezember in Hochfilzen. Wie Arne Pfeiffer früher, ohne Visier. Auch er muss in die Strafrunde. Wie eben Johannes Dorle. Johannes Dorle ist mit 15 Sekunden Rückstand rausgegangen auf Quentin Fillon-Maillet hinter Johannes Kühn. 4 Sekunden hinter Johannes Kühn. Aber die Norweger insgesamt legen hier ganz gut los. Dahle und Bø. Jetzt haben wir hier Dahle am Anstieg. Schauen wir mal, wie viel Zeit er gut gemacht hat. Jetzt nur 2 Sekunden gut gemacht auf dem Stück, auf den 800 Metern. Das waren vorher noch schon mal mehr. Aber klar, ist natürlich jetzt auch eine Taktik, die sich ein Athlet zurechtlegt. Wie aggressiv geht er auch die erste Runde an? 34, Christian Gau, der Kanadier. Kanadier hatten kurz erwogen, tatsächlich abzureisen, denn der Vater von Emma Lander ist Anfang der Woche verstorben. Seine Freundin, die Kanadierin, und dann haben sie kurz überlegt, ob sie abreisen und abbrechen. Hier haben sich aber dann dazu entschlossen, weiterzulaufen, weil sie gesagt haben, das fühlt sich hier irgendwo normal an und wäre auch im Sinne seines Schwiegervaters, sie sind noch nicht verheiratet, aber des Vaters seiner Freundin gewesen, zu laufen. Aber trotzdem die Kanadier mit einer gewissen Last hier, mit einem gewissen Rucksack am Start. Anton Tsinapov aus Bulgarien am Start. 2017 bei der WM in Hochfilzen, da hat er sein bestes Ergebnis erreicht, Platz 11. Aber der wird heute hier nicht mitreden können im Kampf um die Medaillen. Er vielleicht schon eher Martin Ponziluoma, der nur 5 Sekunden hinter Quentin Fillon-Maillet liegt, eingangs des Schießstandes, dem Führenden nach dem ersten Schießen. Vor Nelin, vor Kühn. Kühn immer noch Dritter nach dem ersten Schießen. Strafrunde auch für Ponziluoma. 2 jetzt sogar. Jörn Hagström, der Trainer. Ich wollte gerade sagen, auch 2 Fehler sind heute zu viel. Wenn du liegend gleich so loslegst, ist dann auch der Verfolger schon ein bisschen in die Hose. Emilien Jacquelin, der Schnellschütze. Dem ich gesagt habe, warum schießt du immer so schnell? Hast du keine andere Möglichkeit? Er sagt, für mich fühlt es sich nicht schnell an. Das ist wie ein Formel-1-Auto. Das sieht von außen schnell aus, wenn man 250 fährt. Aber wenn man drin sitzt, fühlt es sich an wie 80. Es ist dafür gebaut. Und so fühle ich mich beim Schießen. Selbstbewusst ohne Ende. 10,7 Sekunden schneller als Fillon-Maillet, sein Mannschaftskollege auf der ersten Runde. Schießt er jetzt 0, dann ist er vorn. Aber da ist er wieder, der Fehler. Er macht eben einfach zu viele Fehler. Er schießt dieses abartige Tempo. Und es passt auch 4-mal, aber eben einmal nicht. Und trotzdem ist er natürlich noch mit dabei. Aber 26 Sekunden ist jetzt nicht so abartig. Also nein, die Schussfolge, Zeit zwischen den Schüssen war 1,6 schnell, ne? Sekunden hat Dorothea Bierer auch sonst immer gezaubert. Das ist nicht unmöglich, 1,6 Sekunden auch liegen zu schießen. Tommaso Giacomel. Ja,
schnelles Schießen jetzt von ihm und selbstbewusstes Schießen. Ganz anders als eben im Liegendanschlag. Jetzt bringt er hin eine Null und geht in Führung vor Dimitri Pidružny natürlich. Es sind jetzt erst zwei durch, ganz klar. Und trotzdem, da hat er sich gut berappelt nach den Problemen, die er im ersten Anschlag hatte. Ganz wichtig auch natürlich in Richtung erstens Verfolgungsrennen und zweitens auch den Rest der Weltmeisterschaften. Johannes Kühn. Oh. Der letzte ist es, der daneben geht. Er hat sich dermaßen verbessert im Stehenschießen. Aber dann ist es dieser verflixte letzte Schuss, der ihn in die Strafrunde schickt. Oh, sieht ja jetzt auch schon sehr, sehr zerknautscht aus. Weiß nicht, läuferisch hat er auch wieder 14 Sekunden auf Fiona Maillet verloren auf der Runde. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das ist, sieht nicht so frisch aus. Dorle hatte 15 Sekunden Rückstand auf Fiona Maillet nach dem Schießen. Hat jetzt 15 Sekunden rausgelaufen. Ist aber nicht mehr so überlegen wie auf seiner ersten Runde. Johannes Diniz Bö beim ersten Schießen. 7 Medaillen, wie gesagt, in Oberhof. Da haben sie aus Oberhof Böberhof gemacht. Wird es hier Böwe Miesto. Kurios, kurios. Er hat noch keinen Sprint gewonnen in dieser Saison. In der letzten Saison alle. Braucht auch hier länger als sonst. Auch er kommt nicht fehlerlos durch. Wie vorher Bö und Dahle, also sein Bruder. 18 Sekunden vor Fiona Maillet auf der ersten Runde. Aber das verspricht ein spannendes Rennen zu werden. Da ist noch einiges möglich. Und er war schneller als Johannes Dorle auch auf der ersten Runde übrigens. Also ist auch sehr schnell reingegangen in diesen Sprint. War in dieser Saison nicht häufig so, da war meistens Dorle schneller. Richtig, wobei das aber seine Taktik ist, die erste Runde schocken, die zweite normal verwalten und in der dritten gucken, was noch drin ist. Meistens natürlich viel, aber das war früher in der letzten Saison seine Taktik. Oben sehen wir Jesper Nilin und da ist Benny Doll. Der hat schon dreimal, viermal geschossen und getroffen. Jawohl! Wenigstens das hat jetzt gut geklappt, das Stehenschießen für Benny Doll. 23 Sekunden. Es geht auch um den Verfolger morgen, ganz klar. Nilin hat einen Fehler geschossen jetzt, muss in die Runde. Benny Doll 8 Sekunden hinter Kühn rausgegangen. Oben Samuelsson in Hochfilzen, Dritter im Sprint. Da ist er, jetzt passt die Grafik. Und er nur eine Sekunde hinter Quentin Fiona Maillet. Also, der läuft hier auch top vorne rein. Wie du gesagt hast, Erik, es ist ein spannendes Rennen jetzt schon. Nach dem ersten Schießen Quentin Fiona Maillet vorn. Dann Johannes Tinius Bö, jetzt Samuelsson dazwischen. Also fast zeitgleich Samuelsson mit Fiona Maillet. Bö Jacqueline knapp dahinter. Nelin Kühn, da wissen wir natürlich bei beiden, sie haben stehend daneben geschossen. Dahle jetzt, muss er eigentlich schon die Null bringen. Ja, für Gold muss. Ja, es geht um Gold, natürlich ist das sein Ziel. Auch er setzt den letzten neben das Schwarze ins Weiße, neben die 11,5 cm große Trefferfläche. Sie sind nicht glücklich. Philipp Navrat. Plus 20 in der ersten Runde. Fehler zum Auftakt. Jetzt hat er seinen Rhythmus gefunden. Hat sich von dem ersten Fehler ein bisschen rausbringen lassen. 6 Sekunden lang gebraucht bis zum zweiten. Mit 13 Sekunden Rückstand auf Quentin Fiona Maillet geht Johannes Dorle auf die Stoßrunde. Da haben wir Fiona Maillet. Der Führende nach dem zweiten Schießen mit einer Strafrunde. 13 Sekunden dahinter Dorle Schäftal und 40 Sekunden dahinter Kühn und Jacomel. 48 Sekunden zurück Benny Doll, sechster im Moment nach dem zweiten Schießen.
Schauen wir jetzt hier auf Benny. Das ist genau sein Schritt, das kann er. Das sieht nicht schön aus immer, aber das ist effektiv. Variable. Zweite Strafrunde für ihn. Fioma Ye bleibt vorn. Es sind insgesamt ganz schön viele Fehler dafür, dass so wenig Wind im Schießstand zu finden ist. Ist das der WM-Faktor? Gibt es das, dass du einfach noch mal ein bisschen angespannter, noch mal ein bisschen schneller, es noch mal ein bisschen besser machen möchtest? Das ist ja die Grundregel, man soll alles so machen wie immer eigentlich. Ja, natürlich. Alle, die jetzt diese Saison schon mal auf dem Podest waren, und jetzt hier Tarje, der ist momentan der Sprint-Gesamtführende. Denn natürlich, die wollen die Medaille, die müssen die Medaille auch bringen, um ihre Saisonziele zu erreichen. Philipp Horn, Deutschlands Nummer 4. Genau, und so. Die haben natürlich Druck. Die können nicht einfach so auflaufen und sagen, alles ist okay, mal gucken, ich will ein gutes Rennen machen. Was macht der da für eine Yoga-Pose? Er dehnt seinen Adduktor vielleicht auf, die Beininnenseite. Jakob Fack. Der zwar fehlerlos geschossen hat, aber läuferisch eben nicht so stark ist wie die anderen, die wir gesehen haben. Oben Rastor Gujevs. Fakt mit einer Strafminute. Und Rastor Gujevs ist nach dem Kanadier Runnels der Zweite, der mit 2x0 durchkommt. Wird auch hier ein gutes Ergebnis werden für die lettische Mannschaft. Drei Sekunden konnte Johannes Dorle-Schäftal rauslaufen. Bis jetzt auf der Hälfte der zweiten Runde Richtung Quentin Fillon-Maillet. Der führt immer noch nach 7,5 Kilometern. Kühn verliert ein bisschen nach vorne. Campbell Wright ist wieder da. Der US-Amerikaner in der Mixstaffel war er nicht im Einsatz. Montag leichtes Kratzen im Hals. Wurde dann von der Mixstaffel geschont. Und auch dem gelingt dieses Kunststück. 10 Treffer, Armin Auchenthaler, sein italienischer Trainer. Campbell Wright ja bis zur letzten Saison auch für Neuseeland startend. Im letzten Jahr schon mit den Amerikanern trainiert. Hat auch die amerikanische Staatsbürgerschaft und dann den Verband gewechselt. 7,4 Sekunden zurück und da ist Philipp Horn. Jetzt ist Philipp Horn unterwegs als letzter Deutscher. Der Jan Antolz ausgesetzt hat, einen Atemwegsinfekt hatte, aber jetzt eine gute Vorbereitung mit Rittnau und auch sehr positiv in die WM hier gegangen ist. Tommaso Giacomel. Der ist erst 23 Jahre alt. Das blaue Leibchen des besten U25-Jährigen trägt er. Diese großen Erwartungen, die sie an die Mixstaffel hatten, diese große Enttäuschung. Jetzt kommt er mit einem deutlichen Vorsprung vor Pidružny ins Ziel. Aber klar, wir wissen schon, dass nur 40, 45 Sekunden Vorsprung die anderen haben. Emilien Jacquelin schießt jetzt eine schnelle Null. Er kann es. 17 Sekunden. Das ist ein Feuerwerk. Zweimal Verfolgungsweltmeister war der in Antolz und auf der Pokljuka hintereinander. Da hat er uns auch alle so überrascht und überzeugt. Jetzt diskutiert er mit den Trainern gar nicht mehr. Die sagen, er soll ein bisschen langsamer schießen. Er sagt, das interessiert mich nicht, was die sagen. Ich mache mein eigenes Ding. Sagt das gar nicht irgendwo arrogant, sondern ganz freundlich und ganz entspannt. Er ist eigen, aber nicht immer artig. So, Johannes Kühn ohne Mütze auf den letzten Metern. Gegen Giacomel kämpfend. Hat 2,4 Sekunden Rückstand gehabt, wie wir es hier unten sehen, bei 9,1 und er ist jetzt davor. Ja, nach dem Schießen war er vor ihm, dann hat er auf der Schlussrunde auf der ersten Hälfte Giacomel sich vor ihn gesetzt im Vergleich und dann wieder zurück. So, führender ist Quentin Fillon-Maillet, der hat Gold gewonnen in der Mixstaffel mit ihm, mit dem kurzärmlich laufenden Eric Perrault. Wie gestern Julia Simon. Danke.
Schau mal, Perrault 5,2 Sekunden schneller als Fillon-Maillet. Strecke scheint zu halten, das ist schon mal gut. Hat er Glück gehabt beim ersten Treffer. Ja. Die Franzosen, ist ja Wahnsinn. Eric Perrault. Der ist auch erst 22. Ich sehe hier, die Franzosen performen ohne Ende. Wahnsinn, ne? Die laufen gut, geschlossen gut. Vielleicht nicht so schnell natürlich wie die Norweger, Johannes Dahle. Aber insgesamt top. Da kommt Benny Doll und dahinter Quentin Fillon-Maillet. Da sieht man den Technikunterschied zwischen Benny und Quentin. Benny hier im 2-1, Quentin wie in seiner Manier im 1-1 durchziehend. Das ist jetzt die Brücke, durch die wir von unten geflogen sind. Und dann ist sozusagen aus der kleinen Abfahrt hinein der Sprint ins Ziel. Und für Fillon-Maillet, der will Benny noch kriegen bis zur Ziellinie, weil er weiß, jetzt geht es um jede Sekunde. Und oben Johannes Tenies Bö. Jetzt sind wir in der Crunch-Time. Quentin Fillon-Maillet liegt vor, kann Johannes Tenies Bö oben nachlegen. Ja. Er kann. Deutlicher Vorsprung von Fillon-Maillet vor Doll. Doll im Ziel jetzt eine Sekunde vor Johannes Kühn. Und jetzt gucken wir nach dem zweiten Schießen. Johannes Tenies Bö, wo kommt er raus? Jetzt ist er in der Zwischenzeit und er hat 20 satte Sekunden Vorsprung vor Emilien Jacquelin. Das ist Johannes Dahle, Schäftal. Der hat an der letzten Zwischenzeit sich ganz, ganz knapp vor Fillon-Maillet gesetzt. 0,6 Sekunden. Der hatte bis dahin aber auch schon 14 Sekunden gut gemacht, ne? Und jetzt auf den letzten Metern verteidigt er diese 0,6 Sekunden nicht nur. Er baut sie sogar ein wenig aus. 2,5 Sekunden davor. Also Dahle schärft ja vor Fillon-Maillet. Und dann kommt eine große Lücke von einer Minute. Und dann kommen Doll und Kühn, die beiden Deutschen. Samuelsson. 13,2 Sekunden hinter Johannes Tenies Bö, aber schießt er null und das tut er. Dann läuft er da rein. Dann läuft er jetzt auf der Runde auch gegen Jacquelin, gegen Fillon-Maillet, gegen Johannes Dahle Schäftal. So einfach geht's. Und er nimmt den Vorsprung von 7 auf Jacquelin mit, von 14 auf Fillon-Maillet. Campbell Wright übrigens nach dem zweiten Schießen Fünfter. 2 Sekunden vor Tarje Bö und 7 vor Dahle Schäftal, der im Ziel jetzt Führender ist. Fettles Jossot Christiansen, den haben wir ja auch noch. Und dann kommt ja auch noch Lagreit und dann kommt noch Strömsheim. Ein Fehler für den Sprintsieger von Ruhpolding. Vettle Christiansen nach seiner Pause, als er rausgenommen wurde, weil die Norweger so viele Gute haben. Tarje Bö, an der letzten Zwischenzeit war der 1,3 Sekunden vor Johannes Dahle Schäftal. Und auch der kann das halten, 0,7 Sekunden. Ist ja Wahnsinn, wie eng das vorne ist. Tarje Bö 0,7 Sekunden vor Dahle Schäftal. Dann Quentin Fillon-Maillet 3,2 Sekunden der Abstand. Unglaublich eng diese Fernduelle. Und Jacquelin, der tobt da hinten auch noch rum. Nur Johannes Tenies Bö, der hat ein bisschen Polster. Oben Philipp Navrat, unten Stürlerholm Lagreit beim ersten Schießen. Navrat mit einer Pause vorm letzten Schuss und einem fehlerlosen Schießen. Stolholm Lagreit ebenfalls. Und schau unten, 0,6 Sekunden hinter Perrault reingekommen, dem Führenden nach dem ersten Schießen. Aber das ist natürlich alles relativ so. Zwischenzeit draußen 19,6 Sekunden. Der Rückstand von Johannes Tenies, von Samuelsson auf Johannes Tenies Bö ist um 6 Sekunden gewachsen. Für Samuelsson geht der Blick nach hinten. Der muss den Vorsprung gegen Jacquelin verteidigen. Gegen Fillon-Maillet, Tarje Bö und Johannes Dahle Schäftal. Hasto Gujevs kämpft hier, ging als Achter raus. Mit 44 Sekunden Rückstand auf Johannes Tenies Bö.
knapp 30 auf Sebastian Samuelsson. Macht aber mit einem fehlerfreien Schießen. Da machst du heute richtig gute Punkte. Und Philipp Horn auf der ersten Runde. An der ersten Zwischenzeit hatte er nur 2,9 Sekunden Rückstand auf Johannes Tinius Bö. An der zweiten dann 13,3. Aber Bö wirklich extrem gut. Also Horn der schnellste von den Deutschen auf der ersten Runde bis hierhin. Lukas Hofer beim zweiten Schießen. Auch er mit 10 Treffern. Es geht doch. Es geht, es ist möglich. Jacquelin inzwischen draußen zurückgefallen hinter Fillon Maillet. Geht hinten raus, offenbar ein bisschen die Puste an. Auch das ist ja so ein Thema von Jacquelin, dass der auch immer losläuft wie ein Verrückter und hinten raus manchmal einfach nicht mehr kann. Campbell Wright im Ziel. Super Ergebnis für ihn. Der hat einen wirklich guten Job gemacht. Verliert auch gar nicht so viel auf der letzten Runde zu Tarje Bö. Da kommt Ponzi Luoma. Der ist Fünfter im Moment. Er macht sogar 5 Sekunden gut. Campbell Wright auf Tarje Bö. Nee, Quatsch. Auf Johannes Tinius Bö hatte ich jetzt. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Martin Ponzi Luoma, du bitte. Zu spät. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist ein Ziel. Verdrängt Campbell Wright. Philipp Horn ist da. Erstes Schießen für ihn. Nur 6,4 Sekunden hinter Perrault. Stärkster Deutscher auf der ersten Runde. Mensch, dieser letzte Schuss, das gibt's doch gar nicht. Vielleicht die Regeln mal ändern, dass man nur 2x4 Schuss machen muss. Dann geht der Vierte daneben. Warum ist das so? Was soll das? Dem Letzten. Emilien Jacquelin. Ja, ja, er sieht schon wieder eben sehr, sehr schwer aus. Aber... hat verloren auf der Schlussrunde. Aber er hat es ja wenigstens versucht. Ja, wenn er von Anfang an so passiv rangeht, verliert er vielleicht auch den Drive beim Schießen. So ist er mit vorne dabei und kann einfach irgendwie, hofft vielleicht auf das Quäntchen extra, die extra Portion Power. Ah, da war jetzt auf der zweiten Hälfte deutlich verloren. War noch vor Quentin Fillon Maillet, jetzt ist er 14 Sekunden hinter ihm. Und der Mann vorne, Johannes Tinius Bö, der hat sich das einfach aufgehoben in den bisherigen Sprints in dieser Saison. Da war er 18., 11., 2., 4., 9. Ah, ja. Wenn man dann bei der WM Gold holt, dann hat man alles richtig gemacht. Mal gucken. Strömsheim müsste jetzt zum Schießen kommen. Sein Landsmann. Strömsheim legt sich gerade hin. 19 Sekunden auf der ersten Runde auf Johannes Tinius Bö. Naja, dann wird es eng, selbst wenn er 0-0 schießt. Ja, auf der einen Runde schon fast eine Strafrundenzeit verloren hat. Da ist er, Endre Strömsheim. Und jedes rote Flackern, das wir jetzt sehen bei den Top-Leuten, das bringt ihn hier, Johannes Tinius Bö, seinem nächsten WM-Gold ein kleines Stückchen näher. 17 Goldmedaillen hat er schon. Oben Eric Perrault, der als Führender zum Schießen kam. Hat aber einen Fehler geschossen und Johannes Tinius Bö, der greift sich hier wahrscheinlich seinen 18. WM-Titel. 20. Rekord, den kann er noch knacken in der kommenden Woche hier in Novi Mesto. Johannes Tinius Bö auf den Punkt ist er da und zeigt allen, er ist der größte Biathlet der letzten Jahre. Es ist selten, dass Johannes Tinius Bö sich im Ziel hinlegt. Also es war anscheinend anstrengend heute mal für ihn. Tut er auch ganz gut zu sehen, ja, oder? Ne? Wäre doch auch schlimm, wenn er nach so einer Leistung da rausspazieren würde wie so ein Tourist. Das zeigt, dass die Strecke alles abverlangt, dass die Bedingungen auch langsam sind. 5,8 Sekunden schneller auf der Strecke als Johannes Dorle-Schieftal. Auch das sicherlich für ihn ein kleinen Eintrag ins Tagebuch wert. Mensch, ich war heute der Laufschnellste, denn es war in dieser Saison nicht immer so. Samuelsson, auf den schauen wir noch. Und später auf Eric Perrault, der kam nach dem Stehenschießen als Zweiter kurz vor Samuelsson raus. Das ist das Duell um Silber und Bronze. Samuelsson
an der Zwischenzeit mit 7 Sekunden Polster auf Dorle Schieftal und mit 6 auf Tarje Bö. Das sind die beiden auf 2 und 3. Ja, sieht nicht mehr so frisch aus. Nach hinten geht es jetzt um Tarje Bö oder Sebastian Samuelsson. Sind nur 6 Sekunden Rückstand gewesen bei Kilometer 9,1. Und er sieht jetzt hier nicht so frisch aus. Da sah Tarje vorhin deutlich frequenter aus. Und das ist ja auch verdammt knapp gerade. Aber er kann es schaffen. Er schiebt sich zwischen die Bö-Brüder. Und möglicherweise gibt es heute eben nicht das Bödium, das Doppelpodest von Tarje und Johannes Tinius Bö. Denn Erik Perrault, der war 2 Sekunden schneller als Samuelsson nach dem Schießen. Und auch der ist ein guter Läufer. Jetzt sehen wir einmal Michal Krčmář, den Tschechen. Die Tschechen natürlich hier bei der Heim-WM mit einem besonderen Fokus. Heute 0-1 geschossen. Und was ich stark finde, wie die tschechischen Zuschauer ihre Athleten hier feiern, auch wenn die nicht in der Lage sind, um die Medaillen mitzukämpfen, sondern er kämpft hier gegen die Zeit von Pete Ruzhny, ist aktuell 14. Und dennoch wird es ohrenbetäubend laut, immer wenn ein tschechischer Athlet ins Stadion kommt. Perrault an der ersten Zwischenzeit 2 Sekunden vor Samuelsson nach wie vor. Also genau so geblieben, der Abstand zwischen Perrault und Samuelsson wie nach dem zweiten Schießen. Noch 2,5 Kilometer, bis Erik Perrault im Ziel ist. Wir haben noch Stuleholm Lagereit. Der ist momentan bei der letzten Zwischenzeit oder Durchgang bei 5,7, nämlich Zweiter, 4,1 hinter Erik Perrault. Fehlerfreies Liegenschießen. Jetzt Christiansen. 7 Sekunden hinter Johannes Tinius Bö, eingangs des Schießstandes. Mit einer Null läuft er auch noch da vorne rein. Oh, jetzt setzt er ab. Und es war die richtige Entscheidung. Es war genau die richtige Entscheidung. Fettle Sjostot Christiansen. Und der reiht sich ein bei Perrault Samuelsson. Ja, er wird ein Stückchen vor denen sein. Ja. Hier Philipp Navrat auf dem Weg ins Ziel. Ein Fehler, 13. Nee. Laufzeit fast exakt gleich mit der von Johannes Kühn. Benny Doll war auf der Strecke 20 Sekunden schneller als die beiden anderen. Jetzt Stuleholm Lagereit. 4,7 Sekunden vor Johannes Tinius Bø, der nächste Norweger. Sie sind wahnsinnig! Der schlechteste Norweger heute könnte. Aber er kämpft natürlich gegen Johannes Tinius Bø. Er kämpft gegen Johannes Tinius Bø. Der hatte zu diesem Zeitpunkt des Rennens eine Strafrunde drin. Und trotzdem ist der Abstand nur 7,9 Sekunden. Schlussrunden. Da geht alles. Ja, geht alles, aber Johannes Tinius hat auch eine wirklich starke Schlussrunde im Vergleich zum Rest des Feldes momentan bis hierhin gemacht. Aber das wird eine spannende Schlussrunde. Christiansen wird, glaube ich, alle Zeiten bekommen. Unterwegs Lagereit weiß, wo er steht. Perrault, der wird auch angeschrien. Lukas Hofer wird angeschrien. Hofer 13. Kurz vor den beiden Deutschen Kühn und Navrat. Im Ziel ja dann Doll. Auch noch vor Kühn und Navrat mit der stärkeren Schlussrunde als seine beiden Teamkollegen. Ja, und Hofer jetzt gegen die Zeit von Doll, die er nicht mehr schaffen kann. Auch die von Kühn wird er nicht schaffen. Und wahrscheinlich auch die von Navrat nicht mehr. Er wollte auch die schon durch. Also Lukas Hofer bleibt knapp hinter den 3 Deutschen, Doll auf 10 im Moment, Kühn auf 11 und Navrat auf 13. Philipp Horn nach dem ersten Schießen auf der 20, 33 Sekunden zurück hinter Perrault. Der war ja der Führende nach dem ersten Schießen. Stuleholm Lagereit. Lagereit, also erstmal Perrault, dann Christiansen, dann Lagereit. Und hier haben wir Jonas Marecek, den nächsten Tschechen. Der erste Novemestaner, der bei den Weltmeisterschaften und der überhaupt im Weltcup teilnimmt, der kommt mit dem Fahrrad hierher. 11 Minuten braucht er mit dem Rad von zu Hause hierher. Aber nützt ihm nichts, trotzdem 2 Strafrunden geschossen.
5,6 Sekunden. Stüller-Holm-Lagreit. Zwei hat er schon verloren von den sieben, die er hatte. Das Polster wird kleiner. Ja, aber hier an dem nächsten Stück. Jetzt macht er hier auf die Gerade drauf. Dahinter, wenn die Trainer zu Ende sind, da ging es rechts runter, Anstieg. Ein flaches Stück mit dem zweiten Anstieg von der Runde. Da hat von Johannes Dingesbö so viel Zeit gut gemacht. Jeremy Finello aus der Schweiz mit der 73. Extrem guter Läufer, aber leider nicht so ein guter Schütze. Mal gucken, was der jetzt für eine Zeit hat, die da eingewendet wird. Ja, 12,5 Sekunden hinter Perrault. Aber der Kollege hat leider am Schießstand Probleme und eigentlich warte ich eher auf Bilder von der Strecke jetzt, um dieses Fernduell zu sehen. Finello mit der ersten Strafrunde. Ja, mit einer Strafrunde ist er sogar über seinem Durchschnitt. Da haben wir Eric Perrault. 7 Sekunden vor Samuelsson. Also der hat den Abstand zu Samuelsson vergrößert. Das waren nur 2 Sekunden. Und jetzt kommt Philipp Horn zum zweiten Schießen. Der verliert 35 Sekunden in der zweiten Runde. Zweite Strafrunde für Horn. Es bleibt bei den zwei Strafrunden Uroš Velepec und Johanna Puff gemeinsam am Schießstand. Eric Perrault auf dem Weg Richtung Ziel. Das ist der letzte kleine Anstieg. Dann geht's über die Brücke. Jetzt kann er das Ziel schon sehen. Simon Fourcade, links sein Trainer, mit der Anfeuerung für Eric Perrault. Der wird vor Samuelsson bleiben. Aber der muss natürlich dann zittern, denn Christiansen, der Lagreit. Hat Polster und Lagreit auch. Beide sind vor ihm. Also schiebt sich jetzt zwar auf Platz 2, doch nach Lage der Dinge werden zwei Norweger ihn dort noch verdrängen. Und dann haben wir drei Norweger auf dem Podium. Darje Bø ist in diesem Moment von selbigem gerutscht. Eric Perrault schüttelt den Kopf. Kann man ja nun gar nicht verstehen, worüber er sich ärgert. Endes Strömsheim. Er hat sich vielleicht über seinen Fehler geärgert. Schießt seinen zweiten Fehler und von den ersten 10 im Ziel im Moment nur 3 mit 2x0. Nur Samuelsson auf der 3, Campbell Wright auf der 9 und Rastoguias auf der 10 haben es geschafft, alle 10 Scheiben abzuräumen. Strömsheim da ein bisschen die Vorfahrt genommen. Eigentlich hat der aus der Strafrunde herauslaufende die Vorfahrt, aber das ist dann eben auch das Selbstbewusstsein des starken Norwegers gegen den anderen Athleten zu sagen, komm, jetzt bin ich hier erstmal, kannst du mal schön ich denke auch, einparken. Ja. Hier Wettle in seiner starken Technik im 1-1er, flacherer Anstieg. Zwischenzeit Wettle. Es waren 7 Sekunden. Es sind jetzt 9, baut also den Abstand zu Perrault aus. An Johannes Tinius Bø kommt der jetzt hier nicht unten, näher ran. Jetzt hier unten Lagreit um die Ecke. Stüller-Holm-Lagreit. Wir erinnern uns, 5,6 Sekunden. Das war der Vorsprung, den er eben noch hatte. Stüller-Holm-Lagreit. War Betreuer gut in Form? Ich denke schon, hat vielleicht seine Coaching-Zone ein bisschen verlassen, aber da sieht man bei der IBU manchmal nicht so streng. Da ist die FIS Langlauf deutlich strenger. So, und da ist die Zeit vorbei. Jetzt ist er um 0,2 Sekunden zurück. Es sind noch 900 Meter. Erinnern wir uns an die Mixstaffel, als Amy Berserker gegen Elvira Öberg fast schon geschlagen schien. Dann hat sie nochmal ein Comeback gefeiert und kam nochmal ganz nah ran. Wer weiß. Was Stüller-Holm-Lagreit gleich auf diesem Stück, er kommt ja gleich genau da lang, gelingen kann. Patrick Oberegger dort mit den Informationen für Vettle. Dann wieder zurück, dann kommt gleich Strömsheim. Die 6 Norweger heute haben
sich natürlich diese 6 Startplätze verdient. Und sie haben es eben auch unter Beweis gestellt, dass sie die stärkste Nation sind. Fettle Christiansen deutlich, deutlich vor Peru jetzt. Also mit der klar besseren Schlussrunde im Vergleich zum Franzosen. 15 Sekunden hinter Johannes Diniesbö. Spannender ist das Duell zwischen Stöhrlaholm Lagreit und Johannes Diniesbö. Wahrscheinlich wird der Abstand ein bisschen größer geworden sein, aber wir wissen es nicht. Hier sehr dynamisch. Blick nach vorne gerichtet, das passt. Das sind noch 20 Sekunden, die er hat. Er hat noch 10 Sekunden. Er kann es schaffen. Stöhrlaholm Lagreit. Nee. Es wird ein ganz, ganz enges Ding. Doch, Erik, sag nicht nee. Er schafft es. Er hat das Ding gedreht. Stöhrlaholm Lagreit schnappt Johannes Diniesbö hier das Gold weg. Unfassbar, was er dort auf den letzten 200 Metern rausgepresst hat. Stöhrlaholm Lagreit. Und in diesem Moment haben wir 3 Norweger auf dem Podest. Und wer hätte das gedacht, dass er da nochmal zurückkommen kann? Sigi Masé mit der Freude über den Dreifachsieg. Dass es zu dem kommen würde, das war nach dem Schießen fast schon klar. Aber dass Stöhrlaholm Lagreit das Ding verteidigen kann auf der Schlussrunde. Guck mal, ist auch kaputt. Legt sich auch hin. Ich bin gerade baff. Also nicht, ich bin aber baff, dass er es schafft, von 0,2 Sekunden Rückstand auf den letzten 900 Metern wirklich gegen Johannes Diniesbö da noch standzuhalten. Das sind die Emotionen von Stöhrlaholm Lagreit, der ja eine schwierige Saison hatte, der gesperrt wurde in der Lenzer Heide, weil er beim Trockentraining einen scharfen Schuss abgefeuert hatte, wurde jetzt zu einer Geldstrafe verurteilt, muss ein Sondertraining machen, so wie die ganze norwegische Mannschaft, ein Sicherheitstraining. All das spielt jetzt keine Rolle mehr. Er hat ein unfassbares Rennen gezeigt, Stöhrlaholm Lagreit. Und jetzt kann er das genießen und zelebrieren. Noch ohne Sieg in dieser Saison. Zweimal war er Zweiter im Sprint, heute ist er Erster. Und jetzt schnaufen wir mal ganz kurz durch und geben runter zu Willi. Ich glaube, Benny Doll ist in der Mixzone bei ihm. Ganz genau so ist es, Benny. Man kann begeistert sein oder sprachlos. Zu welcher Kategorie gehören Sie, wenn Sie den Zielanlauf jetzt gesehen haben von Stöhrlaholm Lagreit? Ja, muss man ehrlich sagen, schon sehr, sehr unterhaltsam. Auch wenn es jetzt 3 Norweger sind und man natürlich auch gerne einen Deutschen vorne sehen würde, aber sowas, so einen knappen Fight anzuschauen, das ist Biathlon und ich glaube, das ist einfach toll, das dann anzugucken. Sie haben jetzt Ihren ersten WM-Start absolviert, 2-mal liegend daneben geschossen insgesamt. Wie würden, wenn Sie einen Strich drunter machen, was würden Sie sagen? Ja, es war ein gutes Rennen, aber natürlich hätte ich heute am Schießstand fehlerfrei bleiben müssen. Meine eigene Laufleistung hätte einen Tick besser sein müssen. Und skitechnisch hatte ich berghoch so ein bisschen ein nicht so gutes Gefühl. Da habe ich mal mit dem Quartin Fillon Mayenne eine Runde gemacht. Da habe ich mich schon sehr, sehr schwer getan zu folgen. Also überall gute Leistung, aber dieses sehr gut hat gefehlt. Sie waren angeschlagen vor der WM, alles wieder okay? Ja, waren jetzt die letzte Woche schon wieder okay, aber trotzdem so ein bisschen eine Unsicherheit dabei. Und eigentlich beruhigt es mich, dass ich jetzt doch ganz gut mitmachen konnte. Dankeschön, Danny. Tja, Erik, das war spannend und es war beeindruckend, was wir hier gesehen haben. Vor allen Dingen diese Duelle auf der Schlussrunde. Das sind jetzt schon die ersten Rückblicke und Huldigungen von Stöhrlaholm Lagreit, der mit fehlerlosem Schießen und einer sensationell guten Schlussrunde hier das Ding geschaukelt hat. Lagreit hier hat 26 Sekunden Rückstand im Laufen hinter Johannes Diniesbö, schießt einen Fehler weniger fehlerfrei, ist so wie Julien Simon mit so einer ähnlichen Laufleistung heute in der Lage, hier sehr hoch, sehr wahrscheinlich die Goldmedaille zu gewinnen. Ich bin wirklich baff, was dieses Rennen heute gezeigt hat, dass ein Johannes Diniesbö heute hier geschlagen wird von Lagreit, dem eigentlich schlechtesten Norweger. Erik Perrault für mich eine absolute positive Überraschung, der sich natürlich auch zu Recht ärgert über seinen Fehler im stehenden Anschlag. Jetzt hier Philipp Horn,
die gesamte deutsche Mannschaft gefällt mir heute gar nicht im Laufen. Das sind mir zu viele Sekunden bis hin zur Minute Rückstand im Laufen. Da hast du im Sprint nichts zu melden. Hier sehen wir, schießen 1:35 zurück, 9,1, 2 Minuten 4 zurück. Das ist, da hat heute was nicht gepasst. Ich denke, da ist der Wachstruck sicherlich am Rauchen. Und Köpfe zusammenstecken, woran hat das heute gelegen? Insgesamt Mixstaffel war ja läuferisch richtig stark. Heute hier ist das schon ein derber Dämpfer, weil wir vorblickend auf morgen. Benny hat 1,41 Rückstand. Auf Christiansen sind es 1,20 auf die Medaillenränge. Und es ist nicht viel Zeit. Morgen die beiden Verfolgungsrennen für Frauen und Männer. Dann gibt es einen Ruhetag Richtung der beiden Einzel am Dienstag und Mittwoch. Philipp Horn, 24. im Ziel, war 25. nach dem zweiten Schießen, konnte da einen Platz gut machen, aber das ist nur ein schwacher Trost. Im Moment die Deutschen auf den Plätzen im Ziel. 13, 14, 16 und 24. Jakub Strwitecki, und wir grüßen die Fans der dritten Liga Fußball, die ja normalerweise um diese Uhrzeit im Fernsehen zu sehen ist. Heute auf sportschau.de können Sie das im Stream sich anschauen. Und das kann ich Ihnen sagen, da sind viele Tore gefallen. Das lohnt sich heute auf jeden Fall auch. Endre Strømsheim, der sechste Norweger. Wie gesagt, dritter in Oberhof im Sprint. Hinter Benny Doll, damals dem Sieger, und Stølaholm Lagreid, dem heutigen Sieger, auf Platz 3. Ich meine, der kriegt heute auch einen auf den Deckel. Eine Minute 10 wird er bummelig hinter Johannes Tinius Bö sein, der auch gleich viele Fehler schießt, auch zwei. Der ist heute auch nicht so stark. Ja, der hat einen geschossen, Johannes Tinius Bö. Tarjebö, der auch zwei Fehler hatte. Aber mannschaftlich geschlossen sind die Norweger da vorne. Strømsheim auf Platz 20. Ja, wir hatten hinten raus ja noch so ein bisschen geguckt. Fabian Claude mit der hohen Startnummer, der Franzose mit der 83. Ob der vielleicht da noch reinlaufen kann, weil er eben auch ein guter Läufer ist. Aber mit einer Strafminute nach dem ersten Schießen schon auf 26 mit einem Rückstand von 36 Sekunden. Also der wird das auch nicht schaffen. Der hat ein bisschen Probleme am Schießstand in dieser Saison, Fabian Claude. Da sehen wir Strafrunde, natürlich die Strafminute. Maxime Germain aus den USA mit Problemen beim ersten Schießen. Und den können wir euch auch noch mal erwähnen. Campbell Wright, seinen Teamkollegen, der ist immer noch Elfter. Und das ist für Campbell Wright das beste Ergebnis, was er überhaupt jemals erzielt hat. Platz 15 bis jetzt sein stärkstes. Ne, Platz 12 war es in Ruppolding im Sprint, sein bestes Ergebnis. Und das ist noch mal Jonas Maricek, der Kollege, der mit dem Fahrrad zum Stadion radeln kann. Der kennt diese Strecken so gut wie sonst keiner. Die Strecken, die ja zum Langlauf auch das Stadion benutzt wird. Und im Sommer ist hier Mountainbike. Erik, ja auch ein Thema für dich. Du bist auch Radsportfan, ne? Steht auf meiner Bucketlist. Kommst du mal vorbei? Ich komme hier mal vorbei. Ohne Gewehr. Konrad Badasz aus Polen. Tobias Torke sind der Trainer, Egen links Erik Kulstert. Norweger, die Polen und Finnland trainieren. Wir atmen kurz mal durch und sind gleich wieder zurück in Nowe Miesto. Mensch, Johannes, du spürst es schon auch, oder? Ja, gut, dass La Vita gibt. Ja, gut, dass La Vita gibt. Mit über 70 Sorten Obst, Gemüse, Kräutern, Ölen und allen wichtigen Vitaminen und Spurenelementen gibt's nur direkt bei La Vita. Und wir sehen Konrad Badasz mit einer Strafrunde, mit einer Minute 49 Rückstand. Also das sind dann eben auch mal die Unterschiede, die hier deutlich werden. Die Norweger haben heute ein bisschen was wieder gerade gerückt. Nach der Mixstaffel vor allen Dingen, ja, als die Bös hinten rausgekommen sind. Die sehen wir, einen der Exoten, Rasmus Schillerup, einen der beiden Dänen. Die besten 30 Nationen haben hier automatisch Startrecht, je nach Stärke verschiedene Startplätze. Dahinter werden Wildcards vergeben, unter anderem an Rasmus Schillerup, der erst ein Weltcuprennen gelaufen ist. Den Einzelnen ist das in Antholz, da war er 91. und man hat es eben gesehen, da war nicht ganz so viel Zug drauf wie vorher bei
zum Beispiel Sturla Holmlagreit und der Slowake Damian Cesnek mit Problemen. Und dann gehen wir wieder runter zu Willi und hören Johannes Kühn, den zweitbesten Deutschen heute auf Platz 14 im Moment. Aber warte ganz kurz. Erster Eindruck, wie würden Sie diesen Auftritt für sich resümieren? Oh, sehr schade um meinen letzten Schuss. Ärgert mich sehr, aber ich glaube, ein Fehler ist okay. Ich habe schon mal 0 gehabt dieses Jahr, aber mit einem bin ich erstmal zufrieden. Ja. Die Strecke scheint nicht nur schwer zu sein, sie ist schwierig und es war offenbar Ihnen auch sehr warm auf der letzten Runde. Mütze weg und volle Pulle. Ja, ich bin ja prinzipiell Wintersportler, deswegen warme Temperaturen, nein, das sind nicht mein Favorit, aber ich versuche so wenig wie möglich hochzuziehen und mich darauf einzustellen. Und in der letzten Runde war einfach ein bisschen mehr Kühlung nötig, deswegen ohne Mütze, ohne Brille. Und habe alles gegeben. Vielen Dank, Johannes. Ja, und da hat man ein bisschen Pech vom Timing. Fabian Claude gerade angefangen zu schießen. Hätten wir natürlich auch gern gesehen. Konnten wir jetzt nicht ganz antizipieren. Aber zwei Strafrunden hat er sich eingehandelt. Und kreiselt da jetzt zweimal um die 150 Meter lange Strafrunde. Ja, frustrierend. Er war eigentlich gut drauf vorher. Er hat gesagt, das liegt ihm auch hier. Er kommt sich vor wie so ein Gladiator, wenn man reinläuft in dieser Arena. Und hatte richtig Bock drauf, in der Mixstaffel nicht eingesetzt. Perron und Quentin Fillon-Maillet gewann dort, heute dann eben hintere Startgruppe, hohe Startnummer. Und dann schießt du 3 Runden und gehst als 29. auf die Schlussrunde. Er hatte sich vor der Saison eigentlich als Ziel gesetzt, 6. einen Top-6-Platz im Gesamtweltcup zu erreichen. Ambitioniert natürlich, aber er ist im Moment 19. Eckers Miese, ein weiterer Lette, Teamkollege von Anders Rastogrujevs, der als 12. im Ziel immer noch geführt wird. Und da wird sich vorne jetzt nicht mehr so viel tun. Also Rastogrujevs mit einem starken Ergebnis. Miese hat sein bestes Ergebnis seiner Karriere hier in Novo Mesto im Sprint genau vor einem Jahr erzielt. Da war er 42. Heißt gleichzeitig auch, der war noch nie in seinem Leben in den Punkten. Für die besten 40 in einem Weltcuprennen gibt es Punkte, bei Weltmeisterschaften allerdings nicht mehr. Jonas Maricek, der war Juniorenweltmeister in Soldier Hollow. Hat er Gold im Einzel gewonnen vor ein paar Jahren. Ist auch erst 22 Jahre alt. Erik, da fahren wir ja in 3 Wochen dann hin. Weltcup wird fortgesetzt nach der WM hier in Oslo, Soldier Hollow und dann Kenmore, Kanada zum Abschluss. Also da vielleicht Jonas Maricek dann beflügelt von dem, was er erlebt hat. Tero Seppälä nach einem Fehler im Liegendanschlag jetzt mit 2 Fehlern und Philipp Navrat 16. im Ziel bei Willi Haag. Genau so ist es. Philipp, es ging ein bisschen ruckelig los heute beim Liegenschießen. Dann 0 Fehler im Stehendanschlag. Strich drunter. Was ist Ihr erster Eindruck von Ihrem Rennen heute? Ja, ich denke zunächst, klar war es vielleicht so ein Nervositätsfehler, gleich am Anfang mit dem Liegen. Aber dann mit 9 weiteren Treffern bin ich jetzt schon mal recht zufrieden mit dem Einstand in die Einzelrennen, sage ich mal. Ja, insgesamt hätte ich mir natürlich mit einem Fehler schon ein bisschen weiter vorne ausgerechnet, aber ich konnte mich ja heute nicht so schnell bewegen, weiß nicht, woran es gelingen hat. Wenn man zurückschaut auf den Beginn der Saison, toller Einstand in Östersund, Sprintsieger Philipp Navrat, wir haben uns alle die Augen gerieben, ist man dann schon ein bisschen enttäuscht? Liegt es vielleicht auch daran, dass die Erwartungen zu hoch sind vor seinem Rennen, dass man sich zu viel im Kopf macht? Klar, die Erwartungshaltung war heute schon relativ groß, muss ich sagen. Im Vorhinein schon vielleicht ja, mit einer mindestens Top-10-Platzierung geliebäugelt, sage ich mal. Aber ja, die Runde verlangt hier wirklich alles ab. Man muss hier ein richtiges Rezept finden, um da über 3 Runden, sage ich mal, gut durchzukommen. Und hinten raus, muss ich sagen, habe ich heute schon ganz schön kämpfen müssen. Blick nach vorn. Was geht in der Verfolgung noch? Ja, ich denke, natürlich die Top 10 irgendwo vielleicht wieder doch anzuteilen, aber ja, über 4 gute Schießen, sage ich mal, morgen wieder ja, gut durchzukommen. Das wäre erstmal das Ziel. Danke, Philipp.
Ja, Jonas Marecek im Ziel als 48. gefeiert. Und wenn man drauf guckt aufs Tableau, drei Norweger vorne, ein Franzose, ein Schwede, dann wieder zwei Norweger und zwei Franzosen. Und als 10. ein weiterer Schwede. Also drei Länder teilen sich die Top 10 auf: Norwegen, Frankreich und Schweden. Das sind eigentlich die Nationen, Erik, mit denen wir uns auch messen wollen und auch schon getan haben in dieser Saison, ne? Ja. Natürlich, es ist heute von den vier Deutschen keiner fehlerfrei durchgekommen. Das ist immer schon ein schlechtes Zeichen. Wenn ich mir die Laufzeiten anschaue, da setzen sich Johannes Tinius Bö und Johannes Dahle ab. Dann kommt so ein Trio mit Christiansen, Bö, Lagreit und ja, ein Quartett mit Perrault noch dazu. Dann vielleicht Ponsiluoma, Fiomayé und Samuelsson. Das sind so ein paar Grüppchen und dann erst kommt Benny Doll. Und dann erst kommt nochmal 20 Sekunden Philipp Navrat, 1,35 zurück, und das ist halt einfach 10 Kilometern zu viel. Jetzt hören Sie sich das an. Die Stimmung, die die Tschechen machen, die ist da, egal für wen. Und jetzt Johannes Tinius Bö, der das 18. Gold heute noch nicht gewonnen hat. Oder nicht gewonnen hat. Johannes, I want to say congratulations, not ja, number 18. Ja, herzlichen Glückwunsch. Nicht Nummer 18. Sind Sie ein bisschen enttäuscht? Ja, ich bin. Ich bin's wirklich. Eine Medaille ist gut. Aber ich habe Medaillen schon von früher. Und wenn du sie schon mal gewonnen hast, dann willst du sie wieder haben. Und heute hatte ich ein Siegesgefühl. Vom Start weg hatte ich mich sehr gut gefühlt auf der Strecke, auch nach dem Fehler. Ich war ein bisschen unter Druck, aber dann habe ich ein gutes Stehen, Schießen gehabt, habe richtig Druck gemacht, um jede Sekunde gekämpft. Die letzte Runde war gut. Ich hatte einfach keine Energie mehr, noch mehr zu kämpfen. Es war keine Energie mehr da. Ich habe gekämpft bis zum Ende. Ja, aber mein Finish war am Ende vielleicht nicht gut genug. Ja. Wenn Sie das nochmal überlegen, wo haben Sie die Sekunden verloren? Ja, vielleicht auf der letzten Runde, da wurde ich immer müder. An den Anstiegen war ich sehr schnell, aber als ich oben war, dann in der Abfahrt, in den Abfahrten, da habe ich gemerkt, ich habe nicht die richtige Balance. Und das heißt, deine Beine brennen einfach und sind erschöpft. Und danach konnte ich dann auf der letzten Kuppe nicht mehr Geschwindigkeit aufnehmen und hatte dann keine Geschwindigkeit mehr hier in den letzten Abfahrt Richtung Ziel. Ja, und dann habe ich den Sieg da verloren. For silver. Thank you. Ah, also Glückwunsch natürlich zu Silber, ist klar. Aber er hat selber gesagt, Erik, ne, für ihn ist das natürlich heute eine Enttäuschung. Und ja, du selbst, du hattest ihn auch schon, also ihn, Söderholm Lager, hat eigentlich abgeschrieben, als es dann dahin ging mit den Zeiten. Hast auch nicht damit gerechnet, dass er die 7 Sekunden halten kann. Nee, absolut nicht. Dafür war die Runde von, entweder war die Runde von Johannes nicht gut genug oder die Runde von Lagerheit war doch einfach gut. Naja, hat ja eben gesagt, ne, wenn du in den Abfahrten dann merkst, die Balance ist nicht mehr richtig da und dann kommt dann nochmal dieser letzte Anstieg hoch über die Kuppe. Und dann musst du von unten rauen bis oben drüber richtig ballern können, dann kommt ja immer noch die Zielgerade. Das ist schon ein langes Stück Arbeit, was da vor dir liegt, um da wirklich den Endspurt durchzuziehen. Schon verrückt, ne? Hat 2 Silbermedaillen gewonnen. Und ist auch zufrieden. Zufrieden, der Mann hier in Gelb. Ja, und Vettle, Sjoerd Christiansen auf Platz 3. Und so gehen sie dann eben auch in den Verfolger. Ich glaube, er ist heute einer, der zufrieden ist, wenn er in der Küche wohnt und heute trotzdem Bronze holt. Und Lagert und Bö dann wahrscheinlich zusammen die 3 Sekunden Abstand haben. Dann kommt Christiansen, der wird im Verfolger alleine laufen die erste Runde. Dahinter dann Perrault, kurz danach Samuelsson und Tarje Bö und Johannes Dorle-Schäfteil zusammen. Quentin Fillon-Maillet hängt dann auch direkt dahinter. Also da wird es wahrscheinlich auch auf der ersten Runde morgen schon relativ zügig abgehen. Auch das ist natürlich dann schwer für die Deutschen, da irgendwas möglich zu machen. Und die Abstände sind eben auch einfach schon sehr, sehr groß. Mit 1,41 für Benny Doll, da geht nichts. Ja, das war sicherlich oder ist das Bild des Tages. Der völlig entrückte Stølaholm Lagreid. Und jetzt hören wir ihn, den Weltmeister. Stirler, I've never seen you as emotional as today. Ich habe Sie noch nie so emotional gesehen. Wie geht's Ihnen da? Und wie geht's Ihrem Körper?
Ja, ich bin heute Morgen wach geworden und habe gedacht, boah, es sind so viele gute Norweger, es ist unmöglich, eine Medaille zu holen. Aber ich habe auf der letzten Runde gehört, ich führe, ich konnte es gar nicht glauben. Ja, und als ich dann hörte, ich kämpfe gegen Johannes, habe ich mir gesagt, okay, Stöhler, du bist so nah an einem WM-Titel, du musst es packen, du musst alles geben, was du hast. Und es tat so weh, aber es hat sich gelohnt. Als ich die Ziellinie überquert habe, hat sich so gut angefühlt. Was ist Ihr Geheimnis? Was haben Sie getan auf den letzten Metern? Ich weiß auch nicht. Ich habe die 10 Kilometer alles gegeben. Ich habe mein Rennen gegeben. Ich war nicht darüber gestresst, dass ich am Anfang nicht vorne war, auch über das schnelle Schießen nicht. Ich wollte einfach nur sauber schießen. Ja, und meinen Rhythmus, mein Tempo laufen. Ja, klar, am Ende musste ich wirklich über die Schmerzgrenze gehen. Ja, und Stöhler ist ja auch nicht so, dass er jetzt eine leichte Saison hinter sich hatte. Er war ja die letzten Jahre immer die Nummer 2, ganz dicht dran an Johannes Dinis Bö. Das hat er so ein paar Probleme gehabt, wie die Trainer sagen. Er hat eben nicht mehr, so wie früher, über das Rennen nachgedacht, sondern ans Ergebnis. Ne? Stöhler ist ja einer, der am Abend davor sich hinsetzt und das Rennen visualisiert, sich überlegt, wie teile ich mir das ein, was passiert beim ersten Schießen, was beim zweiten. Dann reagiert er darauf, je nachdem, ob es dann so kommt, dann fühlt er sich gut, wenn nicht, weiß aber auch, ich stelle so und so um. Und das hat er so ein bisschen verloren. Er hat immer nur ans Ergebnis gedacht und das hat er offenbar heute wieder besser hingekriegt, eben bei sich zu bleiben, dieses Rennen so zu gestalten, wie er sich das vorher in seinen Gedanken ausgemalt hat. Erik Lesser sagt kaum noch was. Er ist ein bisschen konsterniert über das deutsche Ergebnis. Hier sehen wir die Top 8. Dreimal Norwegen, Frankreich, Schweden, zweimal Norwegen, Frankreich. Erik, sag noch ein Sätzchen, bevor wir runtergeben zu Arndt und Micha. Ich wollte nur gerade sagen, Lagereit wäre wahrscheinlich als sechster Norweger heute gar nicht gelaufen, hätten die nur 4 oder 5 Startplätze gehabt. Das finde ich auch spannend, dass wahrscheinlich Sigi Marzé und Egil Christiansen gesagt hätten, na Stola, du läufst heute mal nicht, weil du bist einfach der Schlechteste im Gesamtweltcup. Du kannst, hast keine Chance und dann gewinnt er heute hier Gold. Und das ist schon auch, glaube ich, eine Drucksituation, der er sich bewusst war und hat das, ist der Stand gehalten. Deswegen, der war die letzten 2 Jahre auch ein ziemlich starker Athlet. Vielen Dank, Erik. Und jetzt bin ich gespannt, was Micha, Antwerpes und Arndt Peiffer dem noch hinzuzufügen haben. Danke fürs Zuhören.